all my loving I will send to you. Einige 10.000 Einzelstücke rund um die Pilzköpfe haben Rainer aus dem Rheinland und Matthias aus Jena weltweit zusammengetragen. Zwei Verrückte, ein Hobby. In Köln, wo sie bisher ausstellten, ist es ihnen zu eng geworden. In Halle können sie sich entfalten. Wie wurde man damals, Mitte der 60er, überhaupt Beatles-Fan? Ich war damals im Schwimmbad mit dem Trach Bram Plattenspieler und meinen Lieblingsplatten, ausnahmslos deutsche Sachen. Und eine von denen, die dabei war, wollte dann eine von meinen Platten haben. Connie Francis, Liebe ist ein seltsames Spiel. Dann durfte ich mir von ihren Platten eine aussuchen, hatte nur diesen blöden englischen Kram dabei. Von den Beatles eben. Spätestens nach dem zweiten Anhören gab es für Rainer kein Halten mehr. Er musste alles, einfach alles haben, was mit den Beatles zu tun hatte. Und immer wieder tauchte Neues auf. Bisweilen wurden die Grenzen des guten Geschmacks auch hart attackiert. Und wie kam der Mann aus Thüringen zum Yeah, Yeah, Yeah? Mein Bruder hat 1973, war ich gerade in der dritten Klasse, ein russisches Tonband B-1000 erstanden und hatte dann so ein Band, da hörte man so ein bisschen aus dem Band rauschen, die 50. Kopie der Kopie eines Songs. Ich habe da so ganz knapp die Gitarre rausgehört. Und später hat sich herausgestellt, dass der Song Birthday hieß. Wir haben mir damals überlegt, was die eigentlich überhaupt singen. Die beiden sind Experten geworden. Sie arbeiten wissenschaftlich und wissen nahezu alles über die berühmten Popmusikanten.